Production. Beim Street Food Festival und hier steht einer, der hier so einen Stand hat neben mir. Wie heißen Sie? Ich heiße Ted und ich komme aus den Niederlanden, aus Venlo. Nur um Street Food zu machen hier für euch. Was verkaufen Sie denn hier? Ich habe balinesisches Essen und jetzt kommt Bali mal nach Osnabrück. Ich hoffe, dass die Leute von Osnabrück Bali kennen. Wie gefällt Ihnen denn diese Stadt hier? Schöne Stadt, eine schöne Stadt ist das. Und letzte Frage, wie ist es für Sie hier, wahrscheinlich nach 2 Jahren, endlich wieder ohne Corona, ohne Maske, das hier zu machen? Super gut, weil mit Masken, da kann ich nicht lachen zu den Leuten. Und jetzt kann ich lachen und tanzen, weil alles ist vorbei und ohne Masken und alles. Yeah. Dankeschön. Gerne. Hallo, wie gefällt Ihnen denn das Street Food Festival? Ja, also ich finde es wirklich cool. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich habe ein paar sehr leckere Empanadas gegessen. Die haben mir wirklich gut gefallen. Und ich würde gerne nochmal wiederkommen. Scheiße, ich habe vergessen, was ich sagen soll. Wie finden Sie es hier, dass hier wieder ohne Maske halt alles wieder normal ist? Ja, ist erstmal ungewohnt, finde ich, so in so eine große Gruppe reinzugehen und alle tragen keine Maske. Es hat so beides. Man fühlt sich ein bisschen freier, es fühlt sich locker an, aber auf deiner Seite auch manchmal ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch unbehaglich. Vielen Dank für Ihr Interview. Ja, sehr gerne. Hallo, ich wollte Sie mal fragen, wie finden Sie das Festival hier? Ja, das ist super. Also wir wohnen hier direkt quasi nebenan und da kann man mal gutes Essen. Das ist ja, glaube ich, schon ein paar Mal mehr hier gewesen. Ja, super. Wie finden Sie es, dass nach Corona, nach dieser Pandemie, jetzt so ohne Maske, dass hier alle Bestimmungen wieder aufgehoben sind? Ja, finde ich eigentlich ganz gut, weil hier ist man schön draußen. Man kann eigentlich nochmal Abstand zu den Leuten halten. Und ja, in letzter Zeit hat es ja eigentlich fast jeder mal gehabt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass man es jetzt wieder so ein bisschen freier alles gestalten kann und trotzdem immer noch Rücksicht auf die anderen nehmen kann. Was haben Sie denn hier gegessen? Jetzt habe ich 2 Burger, einmal hier vorne bei dem Brisket Burger und einen Pulled Pork Burger. War beide super. Ja, danke für das Interview. Ja. Das war unser Video vom Street Food Festival. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dann ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.